Hallo meine lieben Stiere, das ist eure Kartenlegung für Monat April. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid in Mitte, ihr erlebt wunderbaren Frühling. Ja, wir schauen in den Karten, was die möchten uns mitteilen. Wie immer, das ist eine Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Genauer betrachten, ob jetzt sind die Karten für dich. Trotzdem, auch wenn du möglicherweise nicht in Resonanz gehst, vielleicht bekommst du trotzdem den einen oder anderen Impuls oder auch Verschüttetes wird auch klar dir erkennen geben. Oder nimm auch ganz einfach so zu sagen, wenn ich sage zum Beispiel, pass auf deine finanzielle Situation, dass du dann auch sagst, okay, ich gucke, wie ist das sozusagen finanziell in diesem Monat für mich aussieht. Manche Sachen fühlen wir auch selbst, wir haben Intuition alle. Und in manchen Sachen wird es dir bestätigen oder auch widersprechen. Ich kenne das nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement, Kommentar. So, wir fangen an. Also was die Karten möchten mitteilen für meinen lieben Stier im Monat April. Was kommt auf uns zu, meine liebe Stiere? Was kommt auf euch zu? Auf uns alle. Ihr könnt ja natürlich auch immer anschauen, meine zeitlos sozusagen Videos, weil die ansprechen dann auch manche Themen, wo vielleicht du brauchst neue Impulse, Anregungen, etwas zum Nachdenken. Ne? Also schau auch das auch mal an, wenn du Lust und Laune hast oder etwas dir sozusagen auf dem Herzen liegt. Also, wie sieht's aus, der Monat April? Aufregungen, Unruhe wegen Finanzen im Haus. Aber das geht zu Ende. Das ist das Gute. Also, das Stiere momentan haben keine einfache Zeit. Ab 1. Mai wird es besser gehen, weil nach siderischen Tierkreiszeichen wird der Jupiter reingehen am 1. Mai in Stierzeichen und dann bei euch wird eure Energie, euer eigenes Wohlbefinden auch bestrahlt, aber auch wird auch bestrahlt sozusagen auch die anderen Themen wie das 5. Haus, das ist auch die Liebesbeziehungen, dann auch das 7. Haus, die Partnerschaften, also 5. Haus ist für Romantik, 7. Haus ist für Partnerschaften, auch natürlich auch Liebe. Aber Partnerschaften auch berufliche Art. 9. Haus ist auch der Schicksal oder auch Weisheit zu erlangen, Wissen zu erlangen. Und auch das 11. Haus. Und das 11. Haus steht für Gewinne. Also es sieht gut aus für euch. Meine liebe Stiere, wartet ab bis zum 1. Mai, dann fängt es an. Und jetzt ihr diese Probleme, die ihr habt, finanzielle Art und auch, das war ein Jahr nicht einfach, besser sagen 2-3 Jahre, das geht zu Ende. Dann kommen die dran, sozusagen die Zwillinge, ich bin Zwilling, dann habe ich auch etwas zu knabbern, Schuldenprobleme, finanzielle Art, auch dienen wird ein Thema sein oder auch Service für andere, aber auch um von diesen Themen zu lösen. Und ihr jetzt sozusagen von, es kommt alles, erstmal die Schwierigkeiten und dann löst man sich sozusagen. So, wir gucken. Bei dir geht es selber um Verträge. Du weißt es nicht, was für Verträge, Beziehungen, Vereinbarungen solltest du treffen. Im Moment möchtest aber deinen Herz irgendwo verankern oder etwas ausüben mit Liebe in beruflicher Hinsicht. Oder auch hier möchtest du dein Herz irgendwo festlegen, fest verankern. Aufpassen, dass es nicht Abhängigkeit in der Liebe ist. Das ist ganz wichtig. Deinerseits und andererseits, manchmal werden wir das nicht merken, erst später. Und dann können wir auch das korrigieren, wenn wir zu sehr den anderen nehmen als wichtig und als Mittelpunkt für alles. Für dich ist es Einladung von Freunden, wahrscheinlich auch mit Hektik verbunden, vielleicht auch mehrere Einladungen in Gedanken. So richtig genau weißt du nicht, wohin du schauen solltest. Aber ich sage dir, wie ich schon sagte zuvor, es sieht gut aus. Du kommst aus irgendwelchen Problemen raus.
Finanziell gibt es noch leider Verluste, aber auch das kleine Glück. Also es ist einerseits wird etwas reinkommen, aber das, was reinkommt, geht auch weg. Weil du musst irgendwelche Rechnungen, irgendwelche Schulden und so weiter, möchtest dich befreien. Und dann zack, zack, weg. Dein Herzensmensch hat Gespräche, Diskussionen, Kommunikation, möglicherweise auch schriftliche Art. Er hat auch selber Themen von Familie, häusliche Themen. Er möchte auch vielleicht auch irgendwie aufbrechen in Veränderungen beruflicher Art. Kann sein, dass er es irgendwie vielleicht in dieser Situation, wo gerade er ist, das kann auch egal welcher Job sein, dass er irgendwas muss verändern und er sagt, ich möchte jetzt was anders, ich möchte jetzt was Neues haben, irgendwas entwickeln weiter. Und das ist immer gut. Es ist so, dass er muss auch Entscheidungen treffen wegen Gespräche, die stagniert sind oder Streitigkeiten, die nirgendwo führen. Übrigens zwischen euch beiden ist auch Sicherheit, ne? Irgendwas ist sicher. Du schaust auch auf Neubeginn durch Entscheidung. Entweder wirst du Entscheidung treffen betreffend Kinder oder Tochter könnte sein oder Entscheidung treffen betreffend Neubeginn. Wie das Neubeginn für dich aussieht. Und bei deinem Herzensmenschen geht es auch die Stabilität eines Freundes oder Stabilität, emotionale Stabilität in der Partnerschaft. Emotionales kann auch sein, es ist vielleicht auch ein Thema, ist ein Freund, den vielleicht nicht gut geht oder ist momentan emotional wechselhaft oder auch kann auch sein, jemand, der für deinen Herzensmenschen ist wichtig und diese Person nicht so gut geht. Und dieses Thema ist für ihn gewesen wichtig und es wird möglicherweise noch ein bisschen Rattenschwanz beschäftigen, sozusagen. Dein Herzensmensch hat auch Blockaden in seinem Leben. Er schaut irgendwo auf längeren Zeitraum, aber er weiß nicht, wie er das machen soll und wohin er soll gehen. Es ist auch Unklarheiten, weil das ist blockiert. Das wird alles lösen, das löst sich alles. Ist nur die Frage, wann, ne? Behördliche Nachricht. Behördliche Entscheidung, die wurde getroffen, die wird zurückgenommen. Das kann auch von Machtperson sein. Oder auch, wenn es das gibt, Distanzierung von einer Weile, die wird auch weggehen. Distanz, auch du distanziert hast von irgendwelchen Menschen oder auch anderer. Du hattest auch gesundheitliche Angriff, also etwas Schockierendes oder gesundheitlich hat dich mitgenommen, das ist ein Verlust. Also das bedeutet, es wird dir besser gehen. Auch gesundheitlich. Finanziell, wie ich schon sagte, kleines Glück, ja, kleines reinkommt, aber auch irgendwie auch sofort auch geht weg, sozusagen auch Verluste. Auch möglicherweise, du hast das diesbezüglich auch Ängste und Sorgen. In der Liebe möchtest du verankern, auch arbeiten mit Liebe. Mit Herzlichkeit, mit Freude. Es kann auch sein, dass dein Herzensmensch macht eine Reise in Ausland. Das kann auch sein, dass er in einem anderen Land fährt, hier rumherum in Deutschland. Und er hat eine Reise beruflicher Art und da kommen auch Veränderungen bei ihm. Aber er möchte irgendwas ändern. Übrigens, ich lege ja auch natürlich Privatlegungen. Wenn jemand Interesse hat, bitte melden per WhatsApp oder E-Mail. Ich beantworte es so schnell, wie ich kann. Und das ist auch nicht so teuer bei mir. Und das Weitere besprechen wir dann per E-Mail oder WhatsApp. Und dann kann ich wirklich eingehen auf dein Kartenbild, weil ich dann bin sozusagen nicht mit deiner Wand rede, sondern mit dir rede und dann genauer angucken, um was es geht. Übrigens ein Geheimnis mit Überraschung. Es wird aufgelöst. Das ist noch dauert. Das dauert noch. Und da wird auch einiges klar über Gefühle, seelischen Bereich.
Also dein Herzensmensch selber schaut, dass es irgendwie er ist blockiert und er weiß nicht warum. Er also tapset gewisserweise in seinem eigenen Leben. Möglicherweise er auch gewisserweise Gefühle, Emotionen auch sich manipuliert. Also zum Beispiel, das ist Manipulation, einzureden, mir geht es gut, alles wunderbar, und das ist nicht wahr. Oder er auch manipuliert seine emotionale Verfassung. Mir geht es schlecht. Oder er darstellt das. Also es ist Selbstlüge auch dabei, auch Illusion dabei. Also nicht wirklich reinfühlen, sondern wie ich sozusagen mich verändere gefühlsmäßig. Also das ist manchmal ist das positiv, wenn man in Depression ist sozusagen oder depressive Phase ist. Das brauchen wir gewisserweise durch eigenen Verhalten auch verbessern unsere Laune, aber es ist immer der Maß der Medizin sozusagen. Das kann auch Gift sein und auch Medizin. Und manchmal muss man auch wirklich auseinandersetzen mit manchen Themen. Also das ist nicht sinnvoll, sich selbst emotional zu manipulieren, mir geht's gut und einreden und das ist auch nicht immer gut. Ja, und diese Selbstlügen, das ist irgendwas, das ist Manipulation im emotionalen Bereich, vielleicht auch ganz einfach, hat auch anderem emotional manipuliert. Das kann auch sein, ne? Das wird aber ändern, weil er irgendwie merken wird, ich weiß nicht, was ich eigentlich will. Oder unklar ist, ob er neu beginnen will oder irgendwas verändern will. Also diese emotionale Lügen von sich selbst aus oder sich selbst belügen, kommt nach hinten los, weil er dann stellt fest, aber eigentlich, warum tue ich das? Wieso ich mir etwas einrede, weil ich nicht weiß, wohin ich will. Was für Neubeginn in meinem Leben möchte ich haben? Was Neues möchte ich beginnen? Bitte nicht missverstehen, das kann auch sein, dass er möchte Neubeginn mit dir haben oder etwas Neues erleben, aber er sich versucht, irgendwas einzureden. Das kommt immer nach hinten. Wenn wir uns selbst belügen, kommt immer nach hinten. Es gibt Dinge, die wir absichtlich auch müssen unter den Teppich kehren, weil das es gerade nicht passt. Aber es gibt, also wir haben nicht die Möglichkeit, das aufzuarbeiten oder sortieren, aber es gibt auch Möglichkeiten, natürlich auch der Körper auch nicht mitmacht oder auch Seele oder wie auch immer. Wenn in einem Menschenleben ist, es gibt das Tabu-Wabu sozusagen, Action, da kann man nicht bestimmte Situationen anschauen. Vielleicht auch dieser Mensch wird auch merken, dein Gegenüber wird auch merken, dein Herzensmensch, dass er hat irgendwas sich vorgemacht, zum Beispiel, ach, die Frau interessiert mich nicht und dann, ich will neu beginnen, aber wie soll ich dann Neubeginn starten mit dieser Frau, wenn ich sie eigentlich mich nicht interessiert? Oder auch irgendwas dir vormacht im emotionalen Bereich und dann möchte Neubeginn starten mit dir und dann denkt, Mist, jetzt bin ich aber in einer Klemme, sie wird mir nicht glauben, weil sie hat diesen Spiel durchschaut. Also es kann verschiedene Arten sein. Ne? Schau dir, ob überhaupt du gehst in Resonanz, das ist ganz wichtig. So, bei dir geht es um Öffentlichkeit, Liebe, 1, 2, 3, 4, 5. Das wird irgendwie, entweder ist es zu Ende für dich, ist in Öffentlichkeit zeigen deine Gefühle und du sagst, okay, jetzt reicht es. Oder ist es auch so, dass es wird damit auch eine schicksalhafte Prüfung beendet. Zum Beispiel dein Partner oder dein Gegenüber irgendwie endlich sich bekennt oder auch du bekennst dich endlich oder du wirklich auch deine Herzlichkeit in Öffentlichkeit endlich auch zeigst. Ich stehe zu diesem Mann. Das kann verschiedene Arten sein. Es kann auch sein, dass du auch sagst, okay, zum Beispiel, du hast dann nicht, um dich selbst zu schützen, deine Gefühle nicht preisgegeben und so erstmal gucken, was da abläuft, um zu merken, ja, da ist einiges passiert. Und du beendest diese Herzlichkeit in Öffentlichkeit. Das kann positiv und negativ sein. Zu wenig Herzlichkeit oder auch zu viel Herzlichkeit. Vielleicht auch du nicht mehr ihn und deinen Herzensmenschen den auf gut Deutsch Arsch hinterher trägst. Überleg dir, mit was gehst du in Resonanz.
Überraschung, Gutes kommt auf dich zu, auf jeden Fall gut, erfüllte Sexualität oder erstes Glück in familiären Angelegenheiten, Entscheidung, die mit Glück ist, also du, es ist gute Karten, es ist erfüllte Sexualität, Glück oder familiäre Einladung, Entscheidung, die kurzzeitig wird oder kurzfristig wird getroffen oder auch zwischen 3 bis 4 Wochen in den Zeitraum, was etwas stattfindet und das ist mit Positivem. Also ich sehe gut, ich sehe was Gutes bei dir. Auf die Beziehung, Vertrag, weil das ist für dich eine wichtige Rolle, für dich, auf die Arbeit, auf die Veränderungen, die du jetzt durchziehst, übrigens sind schicksalhaft, ne? Auf deinen Herzensmenschen. Wir gucken auf das Geld und wir gucken auf die Nachrichten. Die Nachrichten werden auch von Familie kommen, familiäre Nachrichten, Kommunikation oder auch im häuslichen Bereich Nachrichten, die Harmonie und Glück und Zufriedenheit auslöst, also Gutes tut dir. Veränderung gibt es auch schicksalhaft, wirklich das alles, was du jetzt machst, durch, da musst du eben durch. Und es ist, wie ich schon sagte, ab Mai wird es besser. Dann wird es peu à peu weiterentwickeln. Auf die Arbeit oder auch der Liebe ist es, in der Liebe gibt es Verankerung oder auch Arbeiten mit der Liebe. Also zum Beispiel, wenn du bist Verkäuferin, dann sagst du, okay, ich muss mir herzlicher gegenüber meinen Käufer, Einkäufer, Käufer sein sozusagen. Na? Verträge, hier gibt es Überraschungen, Positives, Einladung, Besuch, etwas in Verträgen, Vereinbarungen, vielleicht deine Freundin dich besucht, die könnte jünger sein. Und das macht dir auch Freude, Vereinbarung wegen Besuch zum Beispiel treffen. Dich selbst, für dich wird es auch Social Media oder auch Garten eine wichtige Rolle spielen, Terrasse oder auch Unternehmen hier draußen, zum Beispiel spazieren gehen, joggen, Sonne genießen. Und das solltest du auch nutzen, dein Herzensmensch hat auch manche Entscheidungen zu treffen. Hier übrigens bei diesen Entscheidungen, hier ist eine Frau, also kann auch sein, dass es verwickelte Entscheidungen, das ist nicht ganz klare, aber Entscheidungen, die man, ja, wie soll ich das machen? Vielleicht, ich muss denn nicht A und B, sondern A, B, C, D, E Entscheidung treffen. Peu à peu, Stückchen für Stückchen. Und das kleine Glück kommt auch mit Finanzen. Aber ich sehe das so, dass du wirst wahrscheinlich von dem Geld, was reinkommt, geht gleich auch weg, weil du musst irgendwelche Sachen zu befreien dich rauskommen aus irgendwelcher Situation. So, meine lieben Stiere, das ist eure Kartenlegung für den Monat April. Bleibt in der Mitte, bleibt gesund, macht das Beste aus der Situation und bis bald.